Hey ho, meine Lieben. Heute macht der Nachbar drüben ein bisschen Krach. Egal. Wir haben Küchenzeile geholt. Da arbeitet jetzt schon das Brett aus. Damit wir hier unten den Wandabschluss wieder zumachen können. Ja, und da kommt dann die Küchenzeile hin. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Und ich bin dabei. Weitere Sträflingsarbeit. Steine schleppen. Weil, habe ich ja gesagt, das Zeug kommt alles weg. Habe ich gleich auf dem Hänger und dann wird noch der restliche Müll auf dem Hänger geladen und dann wird der Müll weggefahren, der Hänger weggefahren, Kaffee trinken gehen, vielleicht noch schnell, das weiß ich noch nicht, und dann kommen wir wieder her. Genau, so machen wir das jetzt. Und in der Zwischenzeit liegt die Cam auf der Seite. Leute, jetzt waren wir ja wirklich am Überlegen, ob wir hier höher gehen und das Fenster dicht machen. Aber wir haben uns entschieden, Arbeitsplattenhöhe ist genau auch hier die Kante in etwa. Ja, und dazu mussten wir unten an der Schränkle die Füße, beziehungsweise die Füße sind diese Holzleisten hier, absägen. Und welch ein Zufall, ein so Pappstreifen hat uns hier noch genau den Abstand gebracht für hier. Weil mit dem Abstandshalter hat zwar hier wunderbar funktioniert, aber hier dann nicht mehr. Ja, aber so. Wunderbar. Das Ganze jetzt noch 1, 2, 3. Und dann können wir die Schränkle reinstellen. Und schon geht's los mit den feinfühligen Küchenarbeiten. Hier die Leiste kürzen, hier müssen wir noch das Fensterbrett ausschneiden, dass wir bis dahinter kommen. Also auch hier alles wegschrauben. Naja, ist schon so ein bisschen Arbeit. Heiligsblechle, eigentlich wollte ich ja was anderes machen, aber Küche zusammenschrauben ist fast besser zu zweit, oder, Iffe? Ja, er nickt. Und ja, kurz Fortschritt. Wir haben jetzt unten die Leiste gekürzt, also dahinter ist jetzt nichts mehr. Dann schrauben wir jetzt die Teile hier zusammen. Hier haben wir auch mittlerweile ausgeschnitten, dass es mit der Arbeitsplatte schön ist. Ja, und dann war die Arbeitsplatte ein klein bisschen noch zu lang. Und sage und schreibe, habe ich die Arbeitsplatte mit der Mini-Kreissäge hier abgeschnitten. Einmal von da oben und einmal von unten. Und es, ja, mal eine Bügelkante noch holen und aufbügeln. Ja, soweit so gut. Wir richten jetzt die Unterschränke sauber aus. Vorne müssen wir sie definitiv ein bisschen unterlegen. Und ja, dass die sauber im Wasser stehen alle. Und wenn das soweit ist, können wir die Arbeitsplatte festschrauben. Und dann ist diese Küchenzeile eigentlich fast fertig. Geil. Ja Leute, die Markise habe ich auch halbwegs hingebracht, aber ganz gefällt mir das noch nicht. Die lässt sich noch nicht ganz einkurbeln. Naja, da muss ich mich noch ein bisschen abspielen. Aber womit ich mir jetzt mit der heutigen Tagesleistung nochmal sage ich, doch komplett zufrieden bin, ist, dass wir unsere Küchenzeile dran haben. So, die ist fürs Erste fertig. Ich drehe mal Cam um, dann könnt ihr es ja angucken. Und da seht ihr jetzt auch gleich noch was dazu. So, ich brauche jetzt noch eben Silikon, Küchensilikon. Unten werde ich auch noch ein bisschen abdichten. Und so sieht das ganze Monster aus. Und hier habe ich auch schon was für Herr Rinnen liegen.
ja, da muss man halt immer Lüftung anmachen oder sonstiges, wenn man das Ding hier im Innenraum betreibt. Da muss ich mir noch was ausdenken, Abschluss. Aber so, hey, Leute, bin ich jetzt erst einmal sehr, sehr zufrieden. Einfach geil, einfach nur geil. Diese Arbeitsfläche hier, kann ich mich auch drauf hocken, ist Grundvoraussetzung, dass wir hier ordentliche Videos machen können. Das war Grundvoraussetzung. Weil jetzt können wir hier draußen ordentlich schnippeln etc. pp. Gut, wir haben immer noch keinen Kühlschrank, aber das kommt auch noch. Ja. Für heute reicht's mal. Reicht's ein Öffel. Gut, dass wir Küche zu zweit gemacht haben. Es hat einfach viel mehr Sinn gemacht. War zwar jetzt bloß die eine Küchenzeile, aber wenn der Boden total schief und schäbs ist, kann das einen ganz schön fertig machen. Ja, Leute, in dem Sinne sage ich ja mal bis morgen im Livestream. Ich werde morgen hier rauskommen, ein bisschen was machen, aber definitiv werde ich morgen mal keine Cam mitnehmen. Ich möchte morgen einfach meine Ruhe haben. Und dazu gehört auch das Filmen. Ja, was mache ich morgen? Ein bisschen aufräumen, hier sieht's aus, das ist unter aller Sau. Ja, und dann nochmal gucken. Irgendwas fällt mir schon ein. Ein Aufhängeschränkle habe ich noch. Das ganz kleine. Vielleicht zimmern wir das noch hier in das Eck rein. Das weiß ich aber noch nicht. Ich habe es einmal mitgenommen, bevor es weggeschmissen wird. Wegschmeißen kann ich es ja immer noch. Ja, in dem Sinne war es das heute. Wahrscheinlich auch nicht so lang. Aber für uns hier haben wir doch eine ganze Menge geschafft. Und ich fahre jetzt noch und hole noch ein Fugensilikon, ein Küchensilikon, dass ich morgen auf alle Fälle noch hinten die Fugen ein bisschen abdichten kann. Also das möchte ich morgen eigentlich schon auch fertig kriegen. Ja, dann sage ich ja mal Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Schreist du auch noch Tschüss rein? Tschüss. Genau.